Adolf Hitler in Oldenburg, zweiter Teil. Wir sind wieder in der Serie Adolf Hitler in Niedersachsen. Im Hintergrund seht ihr die Gaststätte Lindenhof, das ist die Bloerfelder Straße 206 in Oldenburg. Dort war Adolf Hitler am 2. November 1930. So sieht das Ganze im Jahre 2012 aus und gleich zeige ich euch aktuelle Aufnahmen. Hier hat er eine Rede gehalten vor 1500 Zuschauern. Der Tag begann damit, dass er am Pferdemarkt war. Dazu kommen wir aber nochmal. Anschließend war er bei den Ziegelhofseelen, das habe ich euch ja in der letzten Folge gezeigt, wo er vor 3000 Teilnehmern aufgetreten ist. Und anschließend ging es weiter zu dem Lindenhof. Mehr ist von dem Auftritt im Lindenhof leider nicht bekannt und es liegen auch leider keine älteren Aufnahmen vor. Das Ganze muss vor 18 Uhr beendet worden sein, weil er anschließend noch zu einer weiteren Station musste, aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Auch heute wird der Lindenhof noch genutzt als Gaststätte und auch als Hotel. Und hier noch ein paar Fotos von dem Lindenhof. Das war also Adolf Hitler in Niedersachsen, zweiter Teil von Oldenburg. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und mir einen Daumen in nördlicher Richtung gebt. Ich sage Danke und Tschüss.